Viele Menschen in diesem Land fühlen sich offensichtlich nicht ausreichend gesehen oder gehört oder beides. Und wir werden eine andere Kultur brauchen, eine andere Gesprächskultur, eine Politik, die sich nicht so sehr mit sich selbst oder mit der medialen Öffentlichkeit beschäftigt, sondern mit diesen realen Fragen, mit den realen Sorgen und Ängsten und dem Zorn auch mancher Menschen in diesem Land. Hinschauen, gehört werden, und das ist natürlich eine zweiseitige Angelegenheit. Wenn ich jemanden zuhöre, dann darf ich auch erwarten, dass mir zugehört wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe den ganzen Wahlkampf hindurch versucht zu werben für das Gemeinsame in Österreich, für das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, dass wir uns gemeinsam um unsere Demokratie kümmern, um unser Österreich, aber in all seiner Unterschiedlichkeit, in all seiner Unterschiedlichkeit der Personen, der Interessen,